Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist wirklich schön, bei so einem wichtigen Thema einfach mal zu sagen, Koalition, Regierungskoalition und Opposition sind sich einig. Das ist wirklich sehr wohltuend, weil es geht an der Stelle um Menschen und um Leid von Menschen, dass wir mit diesem einfachen Mittel einfach aufheben können, wo wir entgegnen können, ihr habt Zugänge. Und das will ich gerne mal machen und darstellen an einem ganz konkreten Fall. Ein damals 20-Jähriger stellt fest, er leidet an einer seltenen Nervenerkrankung in Süddeutschland. Er ist arbeitslos geworden, er kann überhaupt keine Tätigkeit mehr aufnehmen. Und nach langer Therapie und der Suche nach der richtigen Therapie und auch nach dem Einsatz von Morphium, unter dessen Auswirkungen er abmagert, an Übelkeit leidet, wird festgestellt, Cannabis ist das einzige Mittel, was seinen Alltag erträglich macht. Jetzt ist er arbeitslos und es kostet 1.000 Euro pro Monat, um sich da im Prinzip ein einigermaßen Lebensqualität zu erhalten und auch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben dadurch zu garantieren. Was macht er? Er hilft sich selbst und baut an. Da kann man jetzt mit einem leichten Augenzwinkern sagen, ja, hat der ein oder andere von uns in studentischen Zeiten auch mal gemacht, aber das ist für ihn überlebenswichtig. Was passiert im Staat Bayern? Vielleicht woanders auch. Er wird angeklagt. Er muss sich verantworten. Das heißt, zu seiner Lebenssituation kommt noch hinzu, dass er strafrechtlich belangt wird. So. Das sind Einzelschicksale. Es handelt sich wirklich vielleicht um 100 Menschen in diesem Land, vielleicht ein Stück weit mehr. Und jetzt kommt es darauf an, wirklich in dieser Lebenssituation nicht so eine Spirale in Gang zu setzen für ein noch junges Leben, das im Prinzip keinen Ausweg weiß. Und das haben wir miteinander hingekriegt. Dafür danke ich ganz, ganz herzlich. Und ich finde es gut und richtig, dass wir das alle miteinander beschließen. Der Beschluss ist das eine, aber es muss natürlich auch noch in der Praxis weitere Dinge umgesetzt werden. Ja, so eine wissenschaftliche Begleitung ist wichtig, ja, aber es ist auch wichtig, dass Hausärztinnen und Hausärzte mit diesem Thema auch keine, wie soll ich sagen, ihre vielleicht eigenen inneren Hürden überspringen und über eine Fortbildung, Weiterbildung einfach auch an dieses Thema herankommen können. Das wird hier auch geregelt. Und es war uns sehr, sehr wichtig, dass wir im Bereich Hospiz und Palliativ die Hürden nicht so hoch hängen, auch da. Und da muss das Genehmigungsverfahren innerhalb von 3 Tagen ablaufen. Denn wir können uns alle vorstellen, was 3 Tage im Leben eines Menschen bedeutet, der palliativ behandelt werden muss und der starke Schmerzen leidet. Und das sind Punkte, die in diesem Gesetz zum Tragen kommen. Und ich glaube, dass wir, und das hat uns allen gut getan, das nicht mit einer tiefen Debatte zu verbinden zum Thema betäubungsrechtliche weitere Schritte, sondern das ist ein erster wichtiger Schritt hin zu einer humaneren Gestaltung in bestimmten Lebenssituationen und zur Unterstützung und auch zu dem Thema, dass wir als Solidargemeinschaft diesen Menschen auch zur Seite stehen. Und von daher glaube ich, tun wir alle gut daran, das jetzt nicht, und das haben wir auch nicht getan, ideologischen Gesichtspunkten weiter zu forcieren. Und da kann ich nur, gestern stand in der Berliner Morgenpost, Gröhe wirbt für Cannabis auf Rezept. Ich fand das ziemlich witzig. Aber wir alle wissen, um was es geht. Es geht darum, dass Menschen in Ausnahmesituationen und vor allen Dingen Menschen, die nicht unbedingt als austherapiert gelten, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da danke ich Ihnen, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass wir auch in diesem Punkt noch im parlamentarischen Verfahren Nachbesserungen hinbekommen haben. Also Sie müssen nicht gänzlich austherapiert sein, dass wir Ihnen helfen. Vielen Dank dafür. Auch vielen Dank an das Haus. Und
die Hoffnung, dass wir an der einen oder anderen Stelle noch mal weitere Punkte dieser Art miteinander so im Konsens besprechen und verabschieden können, wäre schön, würde mich freuen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dr. Harald Terhope spricht jetzt für Bündnis 90.